Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich schnappe mir jetzt den Traktor und wir werden gleich Futter fahren für die Kühe. Wir hatten ja ganz kurz Gülle gefahren. Einmal. Müsste immer reichen. Und wir fahren jetzt Futter zu den Kühen. Unsere Kälber haben alles gekriegt. Wir haben alles. Stall wurde geputzt. Und wir jetzt den Rest entsprechend den großen Tieren geben. Ne? Na, da kommen wir nicht vorbei. Mal gucken, wo der Hänger ist. Ja, da ein bisschen Versuch war dann das wert, ne? Nicht gucken, ne? So, hoffe ich jetzt? Ja, geht auch nicht. Ich habe einen Grund gefunden, aber... Mal schauen. Weil er hat runter skaliert auf 2K, von 4 auf 2K mit der OBS und dadurch ist er warm gelaufen. Ich habe mir im Grunde eine Qualität nicht so viel gestört, aber mir, wenn der Prozessor so heiß ist. Gar nicht heiß ist. Kurzfristig darf er gerne auf 70 Grad gehen, aber keine Dauerlösung, ne? 70 Grad ist okay. Da ist er mehr als 70 Grad. Das ist ungünstig auf Dauer. Jetzt aktuell 70 Grad, das passt. Und Leistung ist trotzdem da. Ja, mal schauen. Wichtig, dass wir keine Verluste haben im Spiel und Störungen dergleichen. Das passt auch schon. Ich bin auch kein großer Fachmann von Technik. Muss ich nur alles annehmen. Nicht so einfach. Schwierig. Manchmal. Wenn man das auch mal sucht, findet man meist nicht. So. Da wären wir es. So, gib mal ab. Leer. Das ist ein Förderband, ne? Das muss meistens sehr stabil sein, weil das meistens recht schwer ist, ne? Also eine Stelle an sich, naja. Das Heu ist trocken, die Silage ist eigentlich auch trocken, wenn es richtig gemacht wurde. Oder nicht zu nass, sagen wir so. Und der Stroh ist eigentlich auch trocken. Also so ist ein bisschen ja nass. Aber minimal. Heute haben wir Regen. Wollte eigentlich Raps ernten und Weizen und ja, unser Weizen und Raps, die beiden drei Felder, aber leider das Wetter macht es aktuell unmöglich. Die eine Garage werde ich verkaufen. Stört etwas. Könnte ich sonst eher automatisch verkaufen. Füttern. Werden wir auch machen müssen irgendwann. Und Tiere auf, ja. Aber rechnerisch, oh, da kommen wir nicht rum. Beziehungsweise wir kommen da schon rum, aber nicht hoch. Jetzt müssen wir die andere Kurve fahren. Den könnten wir auch fahren, rein theoretisch. Sammelwagen für Gras kann auch Silage nehmen oder Mischfutter. Sollte nicht ein Problem sein. Ja. Es sieht zwar sonnig aus, aber auch Regen, ne? Das ist ein bisschen das Merkwürdige hier am Spiel, ne? Aber gut. Das ist halt so, ne? Dann werden wir gleich Stroh holen. Und streuen. Und da müssen wir sehen. Wir werden nicht viel
Strohernten das Jahr. Wir haben nur ein Feld. Vielleicht können wir noch ein zweites kaufen, aber ist eher unwahrscheinlich. Große Einnahmen erwarte ich jetzt nicht. Auch von der BGH nicht. Auch wenn der Mist gut Geld bringt, aber leider zu wenig, ne? Aber zu wenig auf Dauer. Wir müssen mehr Kühe haben. Unsere Kälber sind noch nicht so weit. Für Milch. Gut, man könnte auch die Kälber und Stall zurückbringen, ne, würde die Anzahl erhöhen. Aber die Kälber erzeugen noch weniger Mist. Also wird nicht das unbedingt besser. Wie man sieht. Oder geht genug rein. Also ich bin nicht rot, das ist vom Monitor, das ist anscheinend nicht. Oder bin ich so rötlich? Keine Ahnung. So, fahren wir geradeaus. Hier durch bin wir. Und dann um diese Fehler rum. Jetzt kann die Mischer ruhig ein bisschen arbeiten und wir können dann später die Fahrzeuge wieder fahren lassen mit Silage und Heu. Unser Heulager muss leer gemacht werden. Dann müssten wir gleich Diesel nachtanken. Jetzt holen wir Stroh und dann holen wir gleich mal, wir werden mal stehen lassen. Nehmen wir unseren LKW. Mist voll. Mist ist voll. Aber das machen wir später. Wir fahren erstmal los und tanken vor unser Diesel-Anhänger. Die ukrainischen. Und werden mal Diesel reinbringen in die Heutrocknung, weil wir dann brauchen wir irgendwann einen Schub. Dazu werden wir gleich mal an die Hoftanke fahren. Ja, das ist ja gleich in die Ecke. Hier links. So, Deckel auf, bereit ist nicht gerade klug, ne? Hat er vorne genommen. Gut, da kann er ein bisschen jetzt den Deckel zumachen. Geht nichts rein, ne? Und alles ungünstig. Ja, hier könnte man noch Strohball reinmachen, wenn man Ball pressen würde oder Heuballen. Aber das ist ja viel zu kompliziert, ne? Dann brauchen wir einen Tag länger, ne? So, jetzt holen wir Stroh. Schöne Geld geht alle. Ja, wir brauchen viel Heu, ne? Das ist das Problem. Jetzt haben wir schon viel verarbeitet, also da muss ein bisschen noch tun, ne? Also dann haben wir im Prinzip mehr Futter, das ist, Heu wieder alle. Da können wir nachtanken. Also aktuell noch nicht. Das geht noch 100.000 rein. Und wird bald die Meldung kommen, dass er voll wäre. Ne? Hier mal gleich Wasser. Unsere Milchkühe sollen hier auf Milch gehen. Ne? Dann müssen sie Wasser haben.
fahren wir zurück zum Lager rein. Also Hauptlager. Weil wir den Hänger ja abkippen, ne? Also leer haben, ne? Jetzt haben wir einen hier reinkippen. Dann müssten wir irgendwo einen Haufen machen, wäre schlecht. Bei Regen löst es auf, immer ganz kurz. Aber das mache ich nachher. Anders Lichter machen, wenn ich eine andere Farbe kriege, das ist so rot. Ja, Strom müsste auch nicht mehr so viel sein, ne? Aber nächstes Jahr werden wir ein bisschen mehr Getreide machen. Aber ging ja, dieses Jahr ging es nicht, 100.000, weil aufgrund der Fruchtfolge war das nicht möglich. Und wir hatten letztes Jahr ein Problem. Auf Vers 60 ist die Strohernte ausgefallen, Anführungszeichen, weil es war ja zu nass, ne? Wo ich dann nach dem Weg anfangen wollte, war der Stroh fast weg. Und in der Hälfte wollte ich auch nicht fahren. Ne? Vielleicht ist heute ein Fehler gewesen, ne? Also nach der heutigen Sicht. Aber genau genommen kann man es auch genau beim Lager kaufen, ne? beim Händler. Und so, ne? Das andere mal probieren. Das klappt, weiß ich nicht. Und zwar gibt's doch hier im Kettenmenü. Zwar mal gucken, ob hier das Gebäude mit bei ist. Ich habe es eigentlich raufgebracht. Diesen Teil hier. Ob es von mir funktionieren würde, muss man probieren, ne? Wäre noch Möglichkeiten, ne? Wo stellen wir das Ding hin? Ja, gute Frage, ne? Wenn es funktioniert, ne? Auch Geld haben wir eh keins mehr. Aber gut, da würde ich auch ein Drahtling mehr aufnehmen. gut. Ja, hier wäre Platz, ne? Müsste mal gucken, erstmal, ob das überhaupt hinkommen würde. Also, erstmal müssten wir uns Geld besorgen. Zumindest rein symbolisch. Wenn das Geld nicht da ist, können wir es auch nicht anzeigen lassen. So. Das würde da sogar reinpassen. Gedreht. Das einzige Blöde wäre genau da, wo aus der Lade rausfing, muss dann aufstehen. Das ist ja doof. Wäre so. Ja, mit einer Kuhweide ist auch scheiß bescheuert, ne? Oder hier. Die kann man im Prinzip mit einem normalen Markt verkaufen und einkaufen. Theoretisch. Ob es funktioniert, weiß ich noch nicht genau. Das hatte ich mir überlegt gehabt, Mensch, wenn du hier Dings brauchst, Tabak, wenn es funktioniert mal mit Tabak, dann muss ich sagen, Multifrucht ist ja eine andere Geschichte, ob dann man hier das auch kaufen könnte, ne? Aber aktuell eher nicht. Aber hier wäre kein Platz. So, gut, dann fahren wir Stroh in Richtung Mischfutter zurück. Und haben wir Kälber gekriegt schon? Über Nacht? Ja, Ernte wäre bereit, ne? Also
Raps und Weizen könnte man. So. Wir haben Kälber gekriegt. Wir hatten auch drei da gehabt, also drei Stück auf jeden Fall. Weiblich. Und auch noch eins. Und da warten wir nächstes Mal ab, ne? Jo. Stroh haben wir jetzt auch gekriegt und Futter ist auch genug. Jetzt können wir näher noch Mist wegfahren. Zur BGA. Da können wir uns das Geld nachher verdienen für den globalen Markt. Ne? Aber wie gesagt, mit dem Bauplatz noch nicht ganz flüssig. Da bringen wir jetzt aber gleich rein mit Futter, ne? Wäre ja nur Quatsch, wenn wir das jetzt wegkriegen würden. Wie gesagt, das ist ziemlich voll. So. Gut. Den stellen wir den immer hier. Ja. Na, hier ist ungefähr. Also Platz 1, 2, 3 ist für die Dresche. Reserviert. Dann müssen wir vorne hin. Erstmal. Das ist kein guter Platz. Weil da vorne wirst du noch mit anplanieren, ne? Wir kommen aber rüber zur Not. Also. So, liebe Schauer, das soll's denn für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Dann sag ich mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ich muss jetzt mal alles Licht machen. Da ist aber sicher, wird es auch anders, meine Sichtfarbe anders, weil es dunkler wird. Tschüss und danke fürs Reinschauen. Tschüss.